Michael Klümpen ist Jungbauer in Wachtendonk am Niederrhein. Der Landwirt wünscht sich weniger Papierkram und mehr Zeit für seine Tiere. Denn die Bürokratie habe in den letzten Jahren immer mehr zugenommen, beklagt er. In dem Entlastungspaket der Bundesregierung sieht er positive Ansätze. Grundsätzlich finde ich das gut, dass über Steuerentlastungen etc. nachgedacht wird, weil wir müssen einfach an einem weltweiten Markt teilnehmen zu erschwerten Bedingungen. Vater sagt immer so liebevoll, der Stein am Fuß wird immer größer und wir sollen höher springen wie vorher. Erst gestern hat die Ampelkoalition ein Entlastungspaket beschlossen. Dazu zählt eine flexiblere Besteuerung für Bauern. Außerdem soll die Weidetierhaltung auf Wiesen zusätzlich gefördert werden. Und Bauern sollen auch in den nächsten 3 Jahren weniger Blühstreifen anlegen dürfen, obwohl das nachgewiesenermaßen wichtig für die Artenvielfalt ist. Trotzdem ist dem Bauerverband auch das noch nicht genug. Die Ampel hat nicht geliefert. Das Agrarpaket ist höchstens ein Päckchen, längst überfällig, aber Lichtjahre von dem entfernt, was wir als Landwirte an Entlastungen brauchen. In Berlin hat man noch nicht erkannt, wie wichtig Landwirtschaft ist, wie wichtig Ernährungssicherung ist und wie wichtig unsere Bauernfamilien auch für Deutschland sind. Seit Monaten liegen die Landwirte mit der Ampelkoalition im Clinch. Nach einem Vorstoß zur Streichung des Agrardiesels legten wütende Bauern die ganze Nation lahm. Unzufriedenheit und das, obwohl die Branche zuletzt satte Gewinne gemacht hat. Der Verband kämpft für weniger strenge Auflagen beim Tier- und Umweltschutz. Agrarwissenschaftler kritisieren ein zu kurzfristiges Denken. Ein erheblicher Teil der Diskussion jetzt auch vom Deutschen Bauernverband geht ja in die Richtung, dass man eher bisherige Auflagen beim Düngegesetz, beim Pflanzenschutzmittelgesetz wieder zurücknehmen möchte. Also man möchte dort eigentlich auf einen niedrigeren Schutzstandard zurück als der, den wir in den letzten 20 Jahren erarbeitet haben. Bedeutet im Klartext weniger Umweltschutz. Norwich Rüße hat einen kleinen Betrieb in Steinfurt. Neben seiner Arbeit auf dem Hof sitzt er für die Grünen im NRW-Landtag. Der 58-Jährige kritisiert den Bauernpräsidenten dafür, dass er immer wieder neue Forderungen aufstellt. Und das, obwohl die Politik den Landwirten schon deutlich entgegengekommen sei. Herr Ruckwied ist aus meiner Sicht jemand, der zurzeit immer nur sagt, mehr, mehr, mehr. Er ist überhaupt nie zufrieden und er ist auch nicht willens, Kompromisse zu schließen. Und das ist einfach enttäuschend. Jungbauer Michael Klümpen wünscht sich insgesamt weniger Diskussion, dafür mehr Planungssicherheit. Denn nur wer planen kann, entscheidet sich auch künftig dafür, Landwirt zu werden.